Hallo, hier ist wieder euer Matthias von PCFIT und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen passwortgeschützten Ordner erstellen könnt. Dafür benötigt ihr das Programm WinRAR. Das bekommt ihr auf winrar.de. Klickt hier auf Downloads und ladet euch die aktuelle Version runter. Installation starten. Okay, fertig. Das können wir schließen. So, und hier haben wir unsere Daten, die wir mit einem Passwort verschlüsseln wollen. Da sind jetzt drei Bilder drin und meine Kontozugangsdaten. Um das jetzt zu verschlüsseln, macht ihr einen Rechtsklick auf diesen Ordner, klickt auf Zum Archiv hinzufügen, legt einen Archivnamen fest. Ihr könnt auch den Standardnamen jetzt so drin lassen, das mache ich jetzt auch. Dann wählt ihr das Format aus, das belassen wir auch mal bei RAR und legen dann hier das Passwort fest. Ich nehme jetzt mal 123. Und hier klickt ihr noch auf Dateinamen verschlüsseln. Weil ansonsten kann man den Ordner ohne Passwort öffnen und man sieht die Dateinamen schon. Man kann die Dateien selber zwar nicht öffnen, aber die Dateinamen werden halt sichtbar und die können ja auch schon einiges verraten, je nachdem, wie man seine Dateien benennt. Und dann klickt ihr auf OK. Und nochmal auf OK. Und dann seht ihr, dass hier ein neuer Ordner erstellt wurde, beziehungsweise ein neues Archiv. Das ist jetzt ein WinRAR-Archiv. Und das könnt ihr auch nur mit WinRAR öffnen, beziehungsweise mit, ja, ich weiß nicht, ich glaube, 7-Zip ist auch ein Archivierungsprogramm, damit kann man das auch öffnen. Aber ohne Zusatzprogramme könnt ihr das nicht öffnen. Das klicken wir jetzt mal an und dann seht ihr, dass ein Passwort verlangt wird. Wenn wir das eingeben, dann sehen wir hier unseren Ordner mit den Daten und auch die Daten da drin sind vorhanden. Aber wie gesagt, ihr könnt das Ganze dann nur mit einem Archivierungsprogramm auch wieder öffnen. Ohne zusätzliche Software geht das nicht. Wenn ihr aber ein Archiv erstellen wollt, was man auch auf einem anderen PC dann öffnen kann, wo keine Software installiert ist wie WinRAR, dann müsst ihr das Ganze als ZIP verschlüsseln. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Also wieder Rechtsklick rauf auf den Ordner, zum Archiv hinzufügen. Dateinamen nehmen wir jetzt mal Daten ZIP. Und hier müssen wir das Archivformat ZIP auswählen. So, dann Passwort festlegen. Nehmen wir wieder 123, 123. Und das ist auch wichtig. Ihr müsst die alte ZIP 2.0 Verschlüsselung anwählen. Ansonsten funktioniert das unter Windows 10 auch nicht ohne Zusatzsoftware. Dann auf OK klicken, nochmal OK. Und dann habt ihr hier wieder ein neues Archiv erstellt. Diesmal ist es ein ZIP-Archiv. Das war ein RAR-Archiv und das ist ein ZIP-Archiv. Das RAR-Archiv lässt sich nur mit WinRAR öffnen, das ZIP-Archiv könnt ihr dann auch mit Windows 10 öffnen. So, ich deinstalliere jetzt mal schnell die Software, die WinRAR-Software. Und so sieht das Ganze auf einem PC aus, auf dem kein WinRAR installiert ist. Ja, dann seht ihr hier, ist dieses Archiv daten.rar. Das könnt ihr gar nicht öffnen. Damit kann Windows nichts anfangen. So, aber diese ZIP-Datei, die kann Windows 10 öffnen. Klicken wir jetzt mal an. Jetzt zeigt ihr euch den Ordnernamen an da drinnen und auch die Dateinamen. Aber wenn ihr die Dateien öffnen wollt, dann werdet ihr wieder aufgefordert, euer Passwort einzugeben. 1, 2, 3. Und dann öffnen sich auch die Dateien. So, das ist eine schöne Sache, aber auch das ist nicht hundertprozentig sicher. Beziehungsweise eigentlich ist es kaum sicher. Oder anders gesagt, die Sachen sind nur so sicher wie das Passwort, das ihr wählt. Wenn ihr nur 1, 2, 3, 4 als Passwort nehmt oder ABC, das lässt sich richtig schnell knacken. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Also abonnieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.